Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit dem Bus Simulator 18. Wir wollen heute die Linie 1 und 2 noch mal ein bisschen verwalten. Wir brauchen noch ein paar Ass-Fahrer. Die Tanja von der Linie 12 können wir davon nehmen. Zack. Und haben wir noch jemanden auf der Strecke 7? Ist noch ein Ass-Fahrer unterwegs. Und die werden wir jetzt jeweils auf Linie 1 und 2 draufpacken. Und dann werden wir heute Linie 2 fahren. Und dann brauchen wir noch jeweils zwei Urban Ways. Einmal auf der Linie 14 haben wir einen. Und dann haben wir noch einen auf der Strecke 1, der muss da bleiben. Auf der 2 haben wir haben keinen Urban Way mehr. Da muss der Rahmen jetzt tatsächlich einen Bus kaufen gehen. So, den bearbeiten wir. Da kommt natürlich dann auch ein bisschen Werbung drauf. Und zwar Mokka-Werbung, Kaffee-Werbung kommt da drauf. Anwenden. Und dann fahren wir mit dem. Setzen wir auf der Linie ein und werden dann mit dem fahren. Streckenplaner. Dahin. Fahrer zuweisen. Da unten ist er. Können wir hier gerade nochmal. 2 und der braucht noch einen Bus. 3. Dann brauchen wir noch mal ein paar Fahrer. 1, 2, 3, 4 und einen Bus brauchen wir noch. Der Javi kann hier fahren. Der Elvis hat noch keine Arbeit. Und haben wir noch jemanden ohne Arbeit? Der Alexander. Und noch irgendwo eine Linie ohne. Da oben ist noch einer ohne Fahrer. Wieso haben wir eigentlich so viele Fahrer? Weil wir auch so viele Busse haben, ne? Mir fehlt ja noch ein Urban Way. Da. So. Fahren wir in Linie 2 und dann gucken wir mal. Also alle die 2? Nö, du jetzt die 2 und Fabi kann dann einmal die 1 abfahren oder so. Oder irgendwas anderes. Oder Julia, du kannst ja auch erstmal einen Bus zusammenfriebeln. Kaufst du einfach einen von den ersten 4, noch keinen Gelenkbus? Nee, mit Gelenkbus komme ich auch nicht mit klar. Einen von den ersten 4, also den Citaro, den Setra, den MAN oder den Iveco. Und dann kannst du dir den pimpen, wie du möchtest. Ganz wichtig ist, ich muss nachher wissen, was für ein Nummernschild du hast. Also du machst hier bitte ein Nummernschild und musst mir verraten, welches das ist. Und ich fahre auf der Linie 2 und das Ganze auch im Loop-Modus. Schnellstart machen wir diesmal aus. Und zwar fahren wir mit dem Mokka-Bus. Ja, ich würde, wenn dann sowieso ein Citaro nehmen, weil der ist für mich am einfachsten. Ja, ist ja auch der kleinste. Ja. Ja, wie gesagt, dann bau dir einen zusammen. So, ich bin mal gespannt, wann der Urbino endlich kommt, dass wir den auch im Multiplayer benutzen können, wenn er das Update bekommen hat. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht mehr weiß, ist, ich muss den erst kaufen und dann kann ich den zusammenfriemeln, fertig, oder? Genau. So ist es. Ah, dann sind wir diesmal auf der Linie 2 unterwegs. Sofern der mich hier rauslässt. So, wo dürfen wir denn hinfahren? Haltebucht 5. Ist die hier? Nächster Halt. Ich hoffe ja ehrlich, dass sie im Multiplayer wirklich noch so, was weiß ich, 8 oder 16 Spieler zulassen. Das wäre der Knaller, weil ich finde 4 Spieler echt ärmlich für die Größe der Karte. Weil das wäre wesentlich interessanter dann. So, kommen Sie rein. Dann können Sie raus. Bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochen Standardkarte. Ja. Danke. Kümmern wir uns direkt mal drum, ne? War's doch schon. Dann machen wir jetzt direkt eine Fahrkartenkontrolle, weil jetzt haben wir noch bitte? Keine Uhrzeit. Was? Ach so. Hier, bitte. Und dann düsen wir los.
gucken, wie viele Leute der Fabi da hat stehen lassen auf der Linie. Bin immer noch da. Und immer noch unterwegs, immer noch unterwegs. Habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, wie ich das liebe hier am Zopf, dass die warten, dass du rausfährst. Da sind die KIs. Ja, das ist cool. Da sind die KIs endlich mal intelligent. So, mach dich weg, dass ich noch über die Ampel komme. Nein! Hä, hey, wer ist denn da? Ja, der Mocker. Ja, der Mocker. Das bin ich. Fahr gerade rein. Da hätte ich mich jetzt in den Stau stellen können, ne? War aber schon rote Ampel jetzt. Bist du über Ruck gefahren? Ja, weil die Ampel umgeschalten hat, während ich Vollgas drauf zugefahren bin. Ich habe noch versucht zu bremsen, hat aber nicht geklappt. Also nicht ganz so eine perfekte Runde. Also solange wir keinen überfahren, ist immer alles gut, weil das ist nämlich das, was richtig Kohle kostet. Wenn du einen überfährst, kostet 20.000. Mein Tablet will ich hier aufbauen. Wir haben jetzt gleich die nächste Premiere mit My Time in Portia. Das werde ich natürlich während der Aufnahme mit euch zusammen auch schauen. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ja, ich habe heute mal so ein bisschen was gelesen. Über das Spiel verrate ich aber jetzt nicht. Ich habe auch wieder angefangen, das zu zocken. Das ist total genial. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Jetzt... Aber du fährst jetzt zwei, oder? Ja, genau. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Da muss ich jetzt quasi eins fahren, oder? Mhm. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jetzt habe ich aber jede Fahrkarte hier einmal verkauft an der Haltestelle. Wir haben noch eine Minute Zeit. Dann gehen wir gerade mal wieder hier. Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hab ich Ihnen schon gezeigt. Oma steht hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hier, bitte. Sie haben mal hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So, komm, Mutti, mach der Omi mal Platz. Die Omi ist einfach zu faul, sich hinzusetzen. Einen Tag, dann habe ich endlich frei. Das Nummernschild, soll ich das so lassen, wie es ist, oder soll ich das umändern? Nee, hab ich gesagt, ein Nummernschild von was du da drauf haben möchtest, und das verrätst du mir dann. Nächster Halt, Ambertor. Damit ich den Bus nicht aus Versehen lösche. Okay. Ich glaube, das wird wieder so ein Missionsstrang, an dem wir verzweifeln werden jetzt. Nächster Halt, Ambertor. Absolut pünktlich. Ja, selbstverständlich. Danke sehr. Wie ist denn dein Nummernschild? Sekunde. Schreib mich doch nie an. Wieso gehen diese Türen immer nur so? Wollt ihr mich verarschen? Blödes Spiel. Nein, gutes Spiel. Aber manche Sachen gehen haben halt einfach nicht, wie sie sollen. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Woche Standardkarte. Das finde ich gut. Verdiene ich hoffentlich Geld hier. Und nochmal eine Woche Standard. Sehr schön. Danke. So, nächster Halt, der Hauptbahnhof. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
liebe rote Ampeln. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Sofern sie für mich nicht rot sind, sind rote Ampeln genial. So, dann sind wir jetzt am Hauptbahnhof. So, ich hab ein Nummernschild. Jo, geht gleich los, ich park kurz. Dann sag mal. Sehr pünktlich, danke. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. JRM, ja. Du, Hans, KS? Komm. KS. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? 133. Jo, hat er aufgeschrieben. Dann ist der Bus jetzt gesaved. Sehr gut. So, also. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das nennt man Motor. Braucht der Bus zum Fahren. Ein Nein! Bitte. Doch! Oh. Oh, da fährt ein grüner Bus. Ein... Was ist denn das? Ein Seetra oder was? Ja, ist ein Seetra. Warum bleibst du da stehen? Ist doch grün. Idiot. Das sind meine Busfahrer. Hochqualifizierte Menschen sind das. Halten von der grünen Ampel an. The Sound of Purple. Am 20.12.2018. Könnten sie mal wieder wegmachen, da die Lippfasssäule. Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir in der nächsten Folge machen. Vom Busfahren bekommen, aber ich erstmal gucken wir, dass wir die Mission hier fertig kriegen. Puh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Eben ein bisschen Geld ausgeben. Ist das überhaupt der richtige Bus? Das ist der richtige Bus. Das ist der mit den vier Rädern und drei Türen. Ich bin froh, dass es diese Funktion gibt, alle Türen gleichzeitig öffnen, weil nachher bei dem einen Gelenkbus, der hat fünf Türen. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal fünf Knöpfe drücken, um alle Türen aufzumachen. Danke, dass Sie so pünktlich. Das wäre ein bisschen kompliziert. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Oh, das war's. Hier. Klar. Ich habe ihn, Mann. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die wo hab ich? Was? Klar, habe ich Ihnen schon gezeigt. Augenblick. Da, heute? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Heute sind Sie alle ehrlich. Da bleib stehen mit deinem Hobel. Was knallt das hier? Flusspromenade. Ich bremse nicht für LKWs. So, Flusspromenade, Fischgrund und dann war's das, glaube ich, schon. Aber ich glaube, wir müssen den Zopf aus der Linie rausnehmen. Das wird nämlich nicht funktionieren. Ah, dann müssen wir es halt nochmal fahren. Nächster Halt, Flusspromenade. Wow, perfekt geparkt. Oh, geht das schon wieder nicht mit den Türen. Scheiß Seitenpanel. Du hast deinen Kaffeebecher liegen lassen. Ich brauche eine Fahrkarte. Da braucht einer die Rampe. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Warte mal. Warte mal, bevor wir hier weitermachen. Lass mit dem gerade mal rein. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Radovanovic-Brücke. Nächster Halt, Radovanovic-Brücke. Radovanovic, okay, merke ich mir fürs nächste Mal. Wer denkt sich denn so einen Namen aus, Alter?
Radovanovic. Dann ist eine Brücke in Mannheim in Weißrussland. Inzwischen auch ein Running Gag. Wo ist Huppe gewesen, Rama? Ich muss hier aussteigen, bitte. Was? Nochmal bitte. Die Huppe? Ich hab mich gehupt, ne. Wo die ist? Achso, die ist auf Fahrt. Alle nur aussteigen. Siegesstraße. Uiuiui. Alter Verwalter. Hast du Lust ins Kino zu gehen? Das hat beinahe gebumst hier. Ja klar. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, das hat Werbung so an sich, ne? So. Alle raus. Will keiner. Dann fahren wir weiter. Wiedersehen. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Zentraler Busbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Warten wir auf grünes Licht. Es leuchtet grün. So, ich habe fertig. Du haben fertig? Ja, ich habe fertig, Bus. Ich auch gleich. Wir haben noch eine Minute 40 Zeit. Da ist noch ein Schlagloch. Aber ganz langsam drüber fahren. Wieso? Irgendwie erkennt er das die letzten Tage nicht so. Ups. Jetzt ist das Video fertig. So, dann wollen wir kurz aussteigen. Was? Ach so, hier ist die Sie haben. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Den Rollstuhlfahrer kann ich gar nicht mehr. So, Haltebucht 5 sind wir gestartet. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder enden. Dann werde ich den Bus noch wegparken, diesmal. Machen wir nicht immer. So pünktlich sind. Wieso geht denn die? Tschüss. Ja, dieses Mokka-Design ist schon cool. Das hat was mit der Kaffeebohnen. Irgendwie schon, ja. So, Mutti, mach dich weg, ich will meinen Bus parken.
So, dann stellen wir den mal 1:1 wieder ab mit verriegelten Türen, wenn es geht. Jawohl. Und dann machen wir den Motor aus. Und dazu wird es jetzt nicht mehr kommen, weil er vorher abschließt. So. Wie viele Sternchen haben wir denn? Einmal Scheiße habe ich ja gebaut, das wissen wir. Und zwar die rote Ampel. Aber es reicht für ein neues Level. Und reicht's für die Mission? Nee. Also irgendwas machen wir dann noch verkehrt. Da werden wir uns aber in der nächsten Folge mit auseinandersetzen. Ich gehe mal davon aus, dass wir den Zopf einfach nicht mit reinnehmen dürfen. Da müssen wir in der nächsten Folge vielleicht mal rausnehmen. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch da draußen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Bis dahin von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Ciao, ciao. Servus. Tschüss.